Wir wollten euch heute unsere unterschiedlichen Faltschlösser von Abus zeigen. Wir haben Bordeaux-Granit-Faltschlösser in unterschiedlichen Ausführungen und mit unterschiedlichen Halterungen. Und da wollen wir euch die Vor- und Nachteile zeigen. Also wir haben zwei Bordeaux-Granit 6500 und zwei Bordeaux-Granit 6000. Jeweils in einer kurzen 85 cm langen und in der langen 110 cm Größe. Und die sind auch in unterschiedlichen Halterungen eingebaut. Und das zeigen wir euch jetzt einfach mal. Das Bordeaux-Granit X Plus hat so eine Schnapphalterung. Da kann man das einfach öffnen und das Schloss entnehmen. Und dann kann man es auch wieder reinsetzen, drückt es ein Stück zu und kann in der Mitte einfach reindrücken und dann geht das zu. Weil das Schloss so schwer ist, kann man das nicht am Flaschenhalter befestigen, sondern das wird über solche Schlaufen festgezogen. Dadurch gibt es ein anderes Video von uns. Das verlinken wir euch nochmal in der Beschreibung. Und da könnt ihr auch jetzt hier oben auf dieses i klicken. Und an einem anderen Fahrrad haben wir die kleine Version, die 85 cm ist. Und die ist in der Tasche mit einem Klettverschluss. Da kann man das letztendlich nach oben rausnehmen. Und dann halt wieder reinstecken. Wenn man keinen Flaschenhalter hat, dann reicht das aus, dann kann man das überall festmachen, so wie man es braucht. Damit ihr den Unterschied von der Größe seht, nehme ich jetzt mal die zwei Schlösser einfach raus und lege die nebeneinander. Das Große hat halt den Vorteil, wenn man irgendwo zwei Fahrräder zusammenschließen will, dass man das schafft. Oder eine größere Laterne, einen kleinen Baum nutzen will, um das Fahrrad zu sichern. Da reicht meistens das kleine Schloss nicht aus. Und das ist das Abus Bordeaux 6000. Das ist halt von der Qualität nicht ganz so hoch. Aber hier sieht man, dass es am Flaschenhalter befestigt über extra Schrauben. Sieht das natürlich viel schöner aus und das ist leichter als das 6500. Hat auch so einen Gummiüberzug drüber. Und vom Gewicht merkt man schon, dass das eine Qualitätsstufe niedriger ist. Und genauso ist das auch bei dem 110 cm langen Bordeaux 6000. Das zeigen wir euch am anderen Fahrrad nochmal. Und da das so groß ist, auch die 110 cm hat, gibt es hier halt wieder so eine Tasche, die man an unterschiedlichen Stellen festmachen kann. Und die Beschichtung, die ist halt wie bei dem kleinen 6000. Und es ist nicht ganz so schwer wie das 6500. Das muss sich halt jeder überlegen, wie sicher er das braucht. So, ihr seht ja alle vier nochmal nebeneinander. Die zwei unteren sind die Bordeaux 6000 und oben sind die 6500. Und das kann man an den einzelnen Gliedern schon erkennen, dass die oberen halt etwas massiver sind und dadurch auch schwerer.